Wir feiern das Jubiläum der Ringstraße, 150 Jahre. Und dies haben wir hier im Belvedere zum Anlass genommen. Gustav Klimt und seine Künstlerkollegen, Malerkollegen hier in der Ausstellung darzustellen. Die Ringstraße war ein Großprojekt und dies wäre nicht möglich gewesen ohne der Mäzene und Familien, meistens Industrielle, die man eigentlich vergessen hatte. Und in Wirklichkeit, wie den Herrn von Oetzelt oder die Familie Leitenberger, die diese Bauten finanziert haben. Nikolaus Dumba ist natürlich auch sehr wichtig als Mäzen für die Künstler der Ringstraße. Hans Mackert hat er sehr stark gefördert. Er hat von Hans Mackert einen ganzen Raum, sein Arbeitszimmer gestalten lassen. Neben Hans Mackert hat Nikolaus Dumba andere junge Künstler gefördert. 1890, 20 Jahre später nach Hans Mackert, gibt er einen sehr wichtigen Auftrag für sein Musikzimmer, sein berühmtes Musikzimmer und sein berühmtes Speisezimmer an Franz Matsch und Gustav Klimt. Das Musikzimmer wird von Gustav Klimt gestaltet. Hier in der Ausstellung sind zwei Entwürfe für die Supraporten, die über den Türen hingen. Die Bilder selber waren in ihrer Zeit die populärsten Gemälde von Gustav Klimt und in einer unendlichen Zahl vervielfältigt. Hans Mackert selber halt sehr repräsentativ, beispielsweise Frauenporträts, wie wir es hier sehen, ist insofern auch ein Vorbild für Gustav Klimt. Wir geben Ihnen einen Blick, wie damals, vor 150 Jahren, die Menschen dort gelebt haben, was sie gesammelt haben und wie sie die Zeit geprägt haben.